Was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV. Natürlich noch müde vom Mittwoch nach dem wirklich grandiosen Sieg gegen Rapid im Cup und dem anschließenden Aufstieg eben ins Finale im ÖFB Cup. Nach Klagenfurt geht's ja jetzt. Und ja, unsere Blackies treffen jetzt schon am Samstag in Kärnten ein, aber eben in Wolfsberg und noch nicht in Klagenfurt. Es geht nämlich in der Liga wieder weiter. Ist natürlich ein bisschen schwer, den Schalter umzulegen, auch als Fan. Die Spieler werden sich da, glaube ich, auch ein bisschen schwer tun. Aber es hilft ja nichts, wie es so schön heißt. Und ja, jetzt geht es eben gegen den Wolfsberger AC in der Meisterschaft weiter. Der WAC in der Liga auf Platz 9. Gäbe es St. Pölten nicht, wäre der WAC der erste Absteiger, also zumindest der erste Relegationsteilnehmer, wenn man so möchte. Also die müssen da sowieso ein paar Kreuze machen, dass St. Pölten heuer dabei ist. Aber habe ich auch schon mehrfach erwähnt in den Videos. Auch wenn sie jetzt einen neuen Trainer haben mit Robert Ibertsberger, darf da nichts anbrennen im Normalfall. Man muss auch gleich dazu sagen, es ist ja nicht ganz unwichtig, die Partie für unsere Schwarz-Weißen. Unser SK Sturm ja eben in Wolfsberg. Und die Rapidler, die ja auf Platz 3 mit 8 Punkten Rückstand zugegeben, man hat ein gutes Polster, aber naja, wenn Rapid gewinnt gegen die Admira und wir in Wolfsberg nicht gewinnen, dann fängt die Rechnerei wieder an und man hat die Woche darauf ja auch noch das direkte Duell gegen die Hütteldorfer, das mal auch nicht zu vergessen. Also von dem her darf man das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn das wären wirklich sehr, sehr unnötig verschenkte wichtige Punkte für unsere Schwarz-Weißen. Personell glaube ich, dass es ein bisschen Rotation geben wird. Zum Cup-Spiel, man hat ja doch wirklich 120 Minuten durchbeißen müssen. Das hat sicher einige Kräfte gekostet, körperlich wie mental. Und ja, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es Änderungen geben wird. Also zum Beispiel ein Philipp Husbeck oder ein Sandy Lovic. Die wird man, schätze ich mal, in der Startelf sehen. Oder ich könnte es mir zumindest mal gut vorstellen. Ansonsten sieht es ja personell nicht so schlecht aus. Potzmann, glaube ich, noch immer kein Thema und Zulechner sowieso noch nicht. Aber ansonsten wäre mir jetzt nichts zu Ohren gekommen, dass da noch wer ausgefallen wäre für die Partie für morgen. Also von dem her kann man ja mehr oder weniger trotzdem aus dem Vollen schöpfen und unser Kader ist ja breit aufgestellt, also da sollte es keine Probleme geben, eben um in der Lavantal Arena hoffentlich den Dreier einfahren zu können. Ja, und ansonsten war es das dann auch schon wieder von mir. Ich will das Video gar nicht zu lang machen. Bin immer noch auch, gebe ich zu, bisschen kaputt vom Mittwoch, aber ganz ehrlich, Burschen und Mädels, ist es nicht ein geiles Gefühl? Ich denke schon. Also, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. Euer Elias, auf die Schwarzen, Gamer Burschen, Concentration und dann wird es schon. Also, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.